Moin und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Car Mechanic Simulator mit mir, dem JG Gamer, meine lieben Freunde. Zwei Sachen. Yeah, mach ich unseren Wagen. Ich hab gut geguckt. Wir haben 4000 Dollar gemacht. Ja, wir kommen aber gleich noch zu allen, Leute. Ich will kurz gucken. Wie viel Leistung? Original hat er ja 1003, aber er ist ja nicht mehr neu. Wird er nicht mehr seine Leistung haben? Hm. 918 PS, meine Lieben. Es ist nicht schlecht. Das müssen wir uns im Kopf behalten. 1300 PS wollen wir schaffen. Bevor macht er nichts. Aber ich habe offscreen noch was gemacht. Bevor wir sprechen drüber. Dieses Projekt geht. Wir haben heute Donnerstag. Das Projekt, Leute, geht noch. Diese Bäume. Heute haben wir den. Ach, Entschuldigung, ich habe alles aufgeschrieben, mein Moment. Ja, alles vergessen. Wir haben heute den 4. und am 8. nächsten Montag kommt die letzte offizielle Folge. Dann kommt das neue Projekt. Ich sage nicht mehr, dass die CMS nicht mehr auf meinem Kanal erscheinen. Ich denke sogar ganz gut, das wird Car Mechanic noch auf meinem Kanal kommen. Aber wie viel mal, Leute, das kann ich euch beim besten Willen nicht sagen. Danke rechts. Das muss alles. Okay. Die drei Batterien, die lade ich mal kurz komplett auf. Und was ist das andere Ding? Es ist ein Servobehälter. Gut. Ich will jetzt nicht sagen, das haben sie mit der Größe vom Servobehälter sich verschossen, aber egal. Oh, die Batterien hier, die sind auf 100%. Es sagt einfach mal nichts. Rast wird wohl von unten nur dran kommen sein. Aber wir können ja gucken. Nee. Das Getriebe muss auf jeden Fall raus, Leute. Okay, wir machen, was wir wollen. Und ich würde jetzt mal doof behaupten, dass der Motor auch raus muss. Ganz ehrlich. Sonst das Fahrwerk kann so bleiben, wie es ist. Die Behälter alles auch. Dann hoch mit ihm. Hallo, nee.
eine Felgenmessen drauf. Bremsen können wir drauf lassen, das ist gut. Nur die Kardanwellen müssen raus. Alter, die ganzen Schrauben. Achthundertachtzehn haben wir jetzt gesagt. Ja, weißt du was? Vom Motorraum. Ach. Kann man das Ding nicht ganz einfach ganz raushieven? Wir können es ja mal versuchen. Rein prophylaktisch. Runterlassen. Junge, ich hab die scheiß Kardanwelle brauchen. Vergessen. Kardanwelle muss raus. Kardanwelle muss raus. Ah. Dann hab ich kurz was zu tun hier. Okay. Es aber. Ich glaube. Aber ich brauche das Ding doch nicht. Ich glaube sogar der Grundmotor. Gibt es gar nicht mit mehr Leistung, aber egal. Jetzt. Ja, jetzt doch. Also ausbauen wir dann. Okay, dann das Ding hier. Hoch damit. Die ganzen IV-Zellen hier durch machen und dann. Oh, ich kann das Ding wieder runter. Sind wir hier kurz hier hinten beschäftigt? Nach, wenn wir hier hinten durch sind. So. Jetzt müssen wir mal gucken. Oh, die drei Samen mal kurz ins Tuning-Menü ein und dann mal gucken, ob das sowas in der Art gibt. Nein. Okay. Ein. Okay. Können diese drei Sachen schon wieder dran montiert werden? Ganz ehrlich, wusste ich nicht. Wusste ich nicht. Entschuldigung, mal ganz ehrlich jetzt mal. Props gehen raus. Ach, bin ich. Warte mal, ist das nicht ein Getriebe, Junge? Ist das jetzt wirklich ein Safe im Getriebe, Junge? Müssen wir hier gucken. Wenn das nicht ein Getriebe ist. Ja. Okay. Also. Motor.
Okay, wir können einiges wieder vom Motorraum aus machen. Dann machen wir uns ein bisschen Arbeit für nichts. Ich will die 1300 Leistung mal bringen. Mich jetzt mal ganz so zu sagen. Moment mal, Tuning-Teile. Nee, aber das könnte es hier drin geben. Nein, okay. Wann damit? Okay, dann gibt es Safe, muss ich mal das hier. Alright. Wird es auf jeden Fall nicht geben. Kann ich euch schon jetzt schon sagen. Und jetzt fängt es auf jeden Fall mit den Tuning-Teilen an. Oh. Schreiben wir mal den Platz kurz auf. Das hier, 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 und das. Oh. Gehen wir mal Tuning-Teile einkaufen. Ja, das war ja auch gar nicht. Sie kommen halt so. Moment mal, gehen kurz bei Gearbox durch. Nee, also das kann man löschen. Nee. Das gibt es. Gut. Triebe. Okay. Jetzt hängt's an. Gut, nee. Nee. Gut. Es wird niemals die 1300 erreichen, denke ich jetzt mal. Ja. Hier. Leute, ich muss ganz ehrlich sagen. Ich bin erstaunt, wie es so schnell geht. Okay, das hier, weg, 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 weg. Dann müssen wir ihn jetzt mal kurz hochnehmen und mal kurz den Rest machen.
Das wird unsere Möglichkeit sein für schnelleres Fahren. Aber ich denke, Elektroauto, ja. Müssen wir mal gucken. Oh, kurz wird man und dann kommen die Batterien rein. Die Stärke. So, gut. Oh. Jetzt können wir kurz alle ausbauen. Passt. 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 Gut. Wie viel von denen brauchen wir? 10 Stück. Alter. 18K, mein Lieber, aber lohnt sich. Du hast gedacht, es ist noch teurer ist. Aber gut. Oh. 918 steht doch da, perfekt. Okay, jetzt mal gucken. 29,2. Okay, ja. Sind sie 6,6800. So, 20 Zöller können hier drauf. 255er EC0. Okay. Wir machen nicht viel breiter, aber 295er EC20. Für hinten. Probieren wir mal. Müssen wir mal ausprobieren. Gut. Kaufen wir an Fänge nur eine Felge? Ja, das ist das leidige Thema, Leute. Aber ja. Etwas Schönes, neumodisches, etwas Schönes. Aber irgendwie die gefällt mir. Irgendwie. Komm, nehmen wir die. 20 Zeller. ET20. Und jetzt gehen wir mal raus. Wir machen da einen Rennreifen drauf, das reicht. Rennreifen, Sportreifen, Ultra, reicht eigentlich auch schon. Sportreifen, 20 Zeller, 295er. Ja, wieso reicht das? Ganz einfach, weil es ein 4x4 ist. Das muss man halt anders angucken. 4x4 hat viel mehr Traktion, Leute. Müssen wir gleich gucken. Den hier und danach, wenn das so passen sollte, dann probieren wir den auch an der Vorderachse aus.
irgendwo schön breit rausgucken. Genau die Breite, wo brauchen wir für. Wirklich jetzt mal, Reza? Das sollte nicht breiter sein. Jetzt mal gucken. Ob das auch würde so gehen von vorne. Oder nicht. Perfekt. So geht's auch für vorne. Okay. Dann dreimal das gleiche. Bitte. Sportreifen 20 Zeller. Dreimal 295er. Das ist alles. Dann haben wir Felgen. Dreimal die gleiche Felge. 20 Zöller auf 5, alles klar. 3x ET 20. Gleich vorne drauf bleiben. Einen Fehler gemacht, Leute. Also ein bisschen krumm gemacht. Und jetzt sollte man zur Maschine hingehen. Falsch herum. So. Ist das jetzt dieses Kfz hier hinten? Auf der Seite schon mal ready. Jetzt kriegt ihr noch gleich eine Spureinstellung, eine Dingseinstellung. Aber bevor geht ihr mal auf den Waschplatz angehen, oder? Auto verschieben auf den Waschplatz. Da machen wir eben mal kurz sauber von außen. Von innen kriegt ihr eine neue Lackierung, Leute. Lackierung, brauche. Was auffällig ist. Was Schönes. Ich sagen, das gefällt mir schon mal. Also ganz was Intensives. Oder was flipflops? Warte mal, Leute. Oh, Alter. Was war das, Junge? Wow. Auch mega aus. Fällt mir fast am besten, aber nicht flipflop-mäßig. Ganz ehrlich, Glanz gefällt mir das gut. Schwarze Felgen. Innenraum passt irgendwie nicht dazu, aber was wir da machen. Ein bisschen schwarzer Innenraum machen mit den Felgen, dann passt das wie Arsch auf Eis. Mal gucken, vielleicht mal was. Ach komm, toll, der Juck.
Stimmt, Entschuldigung. Leute, den habe ich fertig gemacht. Ihr seht den. Bing, 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 bing. 1, 2, 3, 4. Bitteschön. Habe ich alles abgeschlossen. Und ja. Gut. Eine Kiste. Egal. Die werden wir jetzt mal kurz. Ja, hätte man es jetzt gebraucht? Das Beige können wir wegnehmen. Mal gucken, was da für Sitze gibt. Rauf. Rücksitz. Nein, 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 nein. Safeness auch noch. Ah, gut. Stoff. Egal. Wir nehmen Stoff. Stoffe, die Stoff, Stoff. Und dann noch hier. Genau. Und brauchen wir jetzt so löschen. Wir brauchen ein schönes Lenkrad. Wo ist sportlich? Sportliches Lenkrad. Ah, das passt halt. Es ist. Was will man machen? Nehme ich mir fast lieber. Statt das Ding. Würde ich fast lieber. So eins beim Platschen oder sowas in der Art. Ja, da muss man jetzt tatsächlich drauf. Leder. Da ist mir wohl wieder unterlaufen beim Kaufen. Ach, Liter. Ach, Liter. Stoff. Zweimal. Danke. Plus. Können wir Stoff einsetzen? Dann das Lenkrad wieder rein. Können wir auch Stoff einsetzen? Mann! Und die Rücksitzbank. Sind fast bei 30 Minuten. Alles klar. Sind die letzten Folgen, Leute. Also. Jetzt. Nächste Kiste. Nächste Kiste. Gut. Super. Jetzt kommt ja auch den Prüfstand. Jetzt wird ja auch den Prüfstand kommen. 30 Minuten die Folge. Die Fahrt werden wir im nächsten Video auf jeden Fall sehen. Nicht mehr diesen. Ich denke so um die Welt. Von 918 Leute, das sind 100, finde ich, so viel gemacht. Ja, das sind 1500 PS, meine Freunde.
Beschämen den Elektroantrieb safe, richtig. Bang. Und leider die Falle. Jetzt mal gucken. Es gibt doch bald. Es gibt mehr. Okay. Ein Eingänger geht. Das. Überlegt. So, meine lieben Freunde, aber wenn ihr die Autofahrt sehen wollt mit diesem Ding, dann schaltet bitte beim nächsten Mal ein. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss und ciao, ciao.